Also ich glaube, es geht jetzt auch darum, wenn man das realistisch einschätzt, dass wir ganz einfach jetzt die Weichen setzen müssen, wie wir uns in Opposition verhalten und wie wir zukünftig Oppositionspolitik auch machen. Mit Christian Kern an der Spitze? Natürlich, mit Christian Kern an der Spitze. Also wir wissen ja spätestens seit gestern Abend, dass es fixiert ist, dass die ÖVP mit der FPÖ Koalitionsverhandlungen führen wird und daher erübrigt sich die Antwort auf jede andere Form der Konstellation. Hätten Sie damit gerechnet, dass Christian Kern die Partei so schnell in Opposition führt? Na, wir haben Wahlen zu schlagen gehabt und man führt nicht eine Partei in Opposition oder in Regierung, sondern es ist so und das ist auch gute Tradition, dass die stimmenstärkste Partei mit der Bildung einer Bundesregierung beauftragt wird. Wir wissen seit dem 15. Oktober, dass das die ÖVP ist und daher liegt es bei der ÖVP, mit wem sie in eine Koalition gehen wird. Aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich der Auffassung bin, dass die Sozialdemokratie keine Partei ist, die Gespräche verweigert, sondern immer offen ist, mit allen Gesprächen zu führen. Aber die Frage stellt sich nicht. Es gibt Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ und die werden, gehe ich einmal davon aus, de facto schon eine Reihe an Vorarbeiten geleistet haben für eine zukünftige Bundesregierung. Ja, wir werden die Bundesliste beschließen. So wird es sein. Rot-Blau ist vom Tisch oder noch eine Möglichkeit? Nein, das ist ja, schaut, die ÖVP versucht den Spin aufzubauen, um da in Ruhe das schwarz-blaue Projekt vollenden zu können. Wir wissen seit 18 Monaten, dass es in diese Richtung geht. Alles, was da rund um Rot-Blau inszeniert worden ist, ganz ehrlich, ist obskur. Ich lese in Zeitungen von Geheimtreffen, die 6 Monate alt sind. Also, wenn man weiß, wie es wirklich gelaufen ist, gut gemacht. Tolle Kampagne, die die ÖVP durchgezogen hat. Im großen Stil sind ja da viele auf den Leim gegangen. Sie bereiten sich vor auf die Opposition? Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist das, was wir tun werden. Geheimtreffen zwischen Rot und Blau gibt es nicht? Naja, wir haben uns vor längerer Zeit mal getroffen. Das ist aber auch eine klare, bekannte Geschichte. Dass wir jetzt noch rund um die Regierungsverhandlungen ein Gespräch führen, ist auch klar. Und ansonsten ist das alles eine Imagination, um von Schwarz-Blau abzulenken. Ich meine, das ist ja alles nachzulesen gewesen in Strategiepapieren der ÖVP. Aber wie schmeckt Ihnen die neue Rolle, Oppositionsführer zu werden? Ich freue mich drauf, es ist eine wichtige Aufgabe. Ja. Werden Sie Parteichef bleiben? Ja, so wird es sein. Welchen Rat haben Sie jetzt für die Bundes-SPÖ? Ja, welchen Rat? Einfach die Situation, so wie sie ist, annehmen. Ja. Jeden Tag geht die Sonne neu auf, auch wenn man die Sonne nicht immer sieht. Die Welt dreht sich weiter und konstruktiv für das Land, für die Interessen der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger weiterarbeiten. Hätte man sich mehr einsetzen müssen, vielleicht zu verhandeln für Rot-Blau? Ja, es ist ja noch gar nichts entschieden. Es schaut so aus, dass der Koalitionszug für Schwarz-Blau aus dem Bahnhof ausgefahren ist. Aber wer weiß, wie weit er kommt und wann das nächste Haltezeichen kommt. Ist ja noch vieles offen. Das heißt, die Rolle der SPÖ in der Opposition ist noch nicht fix? Das bestimmen ja wir nicht für uns alleine, sondern wenn es eine Regierung geben wird ohne SPÖ-Beteiligung, dann ist die Rolle der SPÖ die der Opposition.